Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Long Dark. Ja, wir hatten ja die Tage jetzt, nein, gestern hier angefangen, das ganze Zeug zu überprüfen, zu zerlegen. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas... Das zerlegen wir einfach mal, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie wirklich gut hilft. So, zurück. Jetzt mal zerschauen, die roten zerlegen wir jetzt auch einfach mal. Das Problem ist, es wird jetzt langsam dunkel. Wenn wir Pech haben, verbringen wir die Nacht auch hier, weil... nichts mehr. Hier ist die Socken. Das ist die gleichen. Und auf 88% kommen. Ich repariere die mal, weil ich glaube nämlich, dass die hier auch besser sind wie die Schuhe, die ich anhabe. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden es ja gleich sehen. Keine Ahnung, ich werde hier aber trotzdem noch mal reparieren. Es klappt. Oder 88%. Anders steht. Scheinen definitiv besser zu sein. Also hier. Wir werden definitiv die Schuhe wechseln. Legen. Die hier anziehen. Wir werden belegen. Wir befinden uns mitten in der Nacht. Hatte doch auch noch eine Lampe dabei. Wo ist sie hin? Lampe, Lampe, Lampe. Ja. Aktion. Auffüllen. Lampe da. Verwenden. Ah. Du solltest eigentlich nicht vom Kochtopf machen. Du solltest diese blöde Lampe anzünden. So. Stellen wir mal da hin. Sehr schick. So. Wir nehmen mal ein bisschen das Holz hier auseinander. Ich habe kein Wasser mehr. Na, hier, hallo. That guy who drank his own pee doesn't seem... Ja, mecker nicht, ich suche ja gerade ein Trinken. Come on, come on. Hey.
Kann sagen, kann doch nicht sein, dass er zu dumm ist, Feuer anzumachen. Ewig noch mit Anzünder ist auch nicht wirklich. Aber das brauche ich für meine Lampen. Also, turned out pretty well. Doch. Auswählen. Quatsch, zurück. Wasser wollte ich 2 Liter garen. So. Gab hier vorhin noch eine Laterne? Ich hab's irgendwo gesehen gehabt. In die steht's. I think I can use this. Ist sie jetzt da? Auffüllen. Sehr schön. Zurück. Verwenden. Anzünden. Das ist doch mal. Sehr schön. So, den Stuhl zerlege ich jetzt einfach mal. Noch ein paar Sachen mehr. Ja, das Regal wäre jetzt vielleicht nicht so toll. Ich weiß aber auch nicht, warum die Beile hier so schnell kaputt gehen. Come on. Damn it. Oh, ey. Also das mit dem Feuer machen, Mackenzie, üben wir noch mal. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Hervorragend. Brennstoff hinzufügen. 4 Stunden rund, okay. Wahrscheinlich steht jetzt gleich wieder alles. Nee, doch nicht, okay. So. Der lebt immer noch, okay. I need to find food. Eigentlich gerade mal fällt mir gerade. Ach, dafür ist das Feuer jetzt aus. Ernsthaft? Did it. Sehr schön. Die noch mal kurz auffüllen. Dann auch noch mal nutzen.
danach werden wir uns auf jeden Fall nochmal 4 Stunden hinlegen oder so. Würde ich jetzt mal so sagen. Aufheben. Wir machen einfach mal die 6 Stunden, nicht Runden. Ja. I've never been so hungry in my life. Eigentlich könnte ich jetzt gerade noch schauen. Wir hatten doch eigentlich auch noch, da ist es doch. Sehr schön. Inventar. Wir sind 5 Kilo drüber. Das ist sehr schick, ja. Oh, Nähzeug. Sehr schön. Auch aufgehört zu stürmen. Gehen wir einfach mal raus. Und vielleicht auch einfach mal da hinten die Hütte an. Definitiv die Wölfe mal Vorsicht walten lassen. Ich weiß auch nicht, ob wir da in das Ding reingehen. Ich glaube es aber eher nicht, oder? Hier liegt gar nichts drin, schade eigentlich. Hier oben liegt aber auch nicht wirklich was. Schade. Ich muss aber, wo muss ich denn hin? Da auf die Straße, also wieder da lang. Das war jetzt echt mal blöd. Aber wir müssten halt gucken, dass wir da irgendwie durchkamen. Deshalb mussten wir jetzt leider 2-mal schießen.
als nächstes würde ich jetzt auf jeden Fall gerne mal gucken, dass ich vielleicht die Bank wieder reinkomme. Wir kamen dann auf der Bank. Waren wir auch schon am Kofferraum. Gehen jetzt erstmal in die Bank. So, sorry, wir werden jetzt erstmal hier Wasser trinken. Ja, wir sind immer noch gnadenlos überladen. Aber wir kommen jetzt in. Wo kommt denn rein, Mann? Zwei Schlüssel noch. Wir haben 20. Was ist das? 20 und 7? This will come in handy. Eine Lupe. Bargeld, Bargeld, okay. Und offen, was war denn das andere? Ah, Mann. Wir hatten doch noch einen, ach da. 15. Lesen. Ein Schließfach, das den gestohlenen Gegenstand der Grauen Mutter erhält. Wett. What have we here? Kanada, $20. Okay. Kehre zur Grauen Mutter zurück. Da war es doch, ich wollte sagen. Hope nobody needs this anymore. Abgenutzte Kampfstiefel. Wir waren halt nun gegen den Wintergeig. Ist ja eben selber der Stand. Wir gehen mal zur Grauen Mutter zurück und schauen, was sie uns jetzt erzählt. So. Hat sie vielleicht wieder ein leckeres Süppchen für uns verstehen? Ey, geil. Dame sorgt sehr gut für uns. So, dann wollen wir mal weiter schauen. Fach. I managed to get into the bank and. Did you find it? Yeah. Here's the safety deposit box you asked for. I still don't. Shh. Please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outside her, it will. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies. I didn't come across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was... It doesn't matter. Did you get confused? In your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore.
You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but now you can take her things. Okay. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. She... Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or Greymother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. Eigentlich schon ziemlich traurig. Wir können Klinge fangen. Die Erinnerung habe ich abgeschlossen. Das habe ich abgeschlossen. Die graue Mutter habe ich anscheinend auch abgeschlossen. Das habe ich auch abgeschlossen. Könnte ich ja jetzt vielleicht weitergehen. Das ist wahrscheinlich die graue Mutter und das war wahrscheinlich ihre Tochter, würde ich jetzt mal behaupten. Eigentlich, ja, ein trauriges Schicksal, vor allen Dingen für die ältere Dame, die wahrscheinlich auch die graue Mutter, die Tochter und vielleicht der Ehemann, und was aus dem geworden ist, keine Ahnung. Öffnen wir doch mal die Truhe. Zumindest schon mal ein Seil. Feels like a lot of gear. Blättersocken. Okay. Daraus, dann da. Text lesen. Achso, und da steht auch nur eine Karte von Lillys Kletterroute. Mhm. Nicht J. Finde den Kletterbereich am Rande von Milton. Das habe ich doch schon gefunden. Ja, da war ich ja. Ein anderes Problem ist jetzt gerade nur, elf Kilo Übergewicht ist natürlich auch nicht so nein. Gut, mit dem Gewicht können wir definitiv nicht laufen.
möchte jetzt aber echt nochmal gerne gucken hier. Zion? Nee. Auswählen. Templar? Nein. Ersoffen? Auswählen. Ups. Für den zu 20 Jahren im berüchtigten Bundesgefängnis Schwarzfeld verurteilten widerlichen Straftäter war großer Bär das Ende der Straße und er wusste es. Hobbs war ein feiger Mann, der das Chaos liebte und selbst mit einem seinem Bauch verursachte er immer noch Ärger. Okay. Dinge fangen. Ah, hier. Wir müssen immer noch die Vorräte aufstocken. Machen wir das doch einfach mal. Das. Das. Zurück. Kurz gucken. Anscheinend immer noch nicht, oder? Noch 2000. Okay. Müsste doch jetzt erreicht sein, oder? Irgendwie? Immer noch nicht ganz wirklich. Jetzt. Immer noch nicht wirklich. Jetzt aber, hoffe ich mal. Endlich. Stories habe ich jetzt zumindest genau erledigt. In der Ernte und weiter einzige Heilpflanze zum Bär zu. Jetzt noch Wüste. Der andere Schlüssel war. Lily, who was she? You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky? I think I know enough about Lost to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? He's told him on. Go find her. Take the pearls and give them to Lily. And then I can rest in peace. Besuche Lillys Grab. Ja.
Ist wohl sowas von klar. Also auf zum Friedhof. Und die Perlen zurückbringen. Einfach um meiner alten Dame letzten Wunsch zu erfüllen. Die blöden Viecher, ey, haut doch einfach an. Mann, Mann, ist doch erst Mittag. Keine Ruhe vor den Wölfen. Suche Lillys Grabstein. Ja, dafür müsste man den erstmal hier irgendwo finden. Okay, hier gibt es noch mehr. Hier. Emil. Jessica. Ich hätte es hier eigentlich eher ums Kreuz drum gelegt, aber okay. Das war's jetzt. Irgendwie. Der komisches Quest. Kehre zur grauen Mutter zurück, ja.
Gebiet, ja. Im Übrigen, ich sehe gerade, wir sind schon wieder über die 30 Minuten hinaus. Ja, wir machen dann jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen hier. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo hier. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen und mir zeigen, dass es euch gefällt, was hier so abgeht. Ja, ihr würdet auch keine weiteren Folgen mehr verpassen. Würdet mitkriegen, wie es weitergeht. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der Falli.